Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ziel. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt.
etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. Seid herzlich gegrüßt. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Möge das Licht euch umarmen. Gute Reise. Das Ende der Legion rückt näher. Verliert euren Glauben nicht. Seid gegrüßt. Ziehe den Ehrenfreund.
Möge das Licht euch umarmen. Die Naru haben uns nicht vergessen. Was kann ich für euch tun? Auf dann. Schönen guten Tag. Sieht sich. Hallo. Schönen Tag auch. Akal Hector.
Bis dann. Friede sei mit euch. Hallo, Fremder. Tschüss. Hier sind alle Preise angemessen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel.
muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Oh, ihr habt mich die ganze Zeit nicht gehört, oder? Oh nein. Ach, scheiße. Verdammt. Verdammt. Muss ich gucken, wie ich das löse. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach doch, da haben wir noch einen. Scheiße, Mann. Wurden die denn gerade betäubt? Ich brauche ein Ziel.
Das regt mich jetzt gerade aber echt hart auf, ey. Ja, da muss ich halt neu vertonen. Das ist zu weit entfernt. Na gut. Ich habe halt die Quest halt vorgelesen, ne? Habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges erzählt? Ich habe, glaube ich, auch erklärt, woher die Ogre kommen. Dass die halt original aus Draenor kommen. Gut, dann gehen wir noch. Den hier. Und dann sollte das eigentlich auch genug sein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Aber keine Problem. Da kriege ich doch hin. Ja. Die dürfen wir bestimmt nochmal töten, Sumpfbluter. Sumpfflechtbluter. Genau, und falls ich das, vergesse, nochmal neu zu machen, dann tut mir das leid, aber die Ogre kommen originell von hier. Und die zweiköpfigen Ogre sind halt die schlaueren Ogre von denen hier. Und die Ogre sind halt auch noch eine Vor- oder Neben-Evolutionstechnische Stufe neben den Orks. Naja, und die Orks sind halt heimisch hier. Na gut. Braucht ihr etwas? Waren eure War eure Suche in Deutschfan nach den Informationen, die ich zur Lösung des Gifträtsels benötige, erfolgreich? Ja. Timothy blättert das Handbuch durch. Sie benutzen Zottelkappen als Grundlage für ihr Gift? Nein, das kann nicht richtig sein. Zottelkappen sind nicht giftig. Zottelkappen in Gift zu mischen ist so sinnvoll wie ein Schurken zwei Streitkolben in die Hand zu drücken. Sicher, man kann das zwar tun, aber das entspricht nicht dem Wesen eurer Berufung. Ich kann das einfach nicht verstehen. Timothy räuspert sich. Nun ja. Danke, dass ihr mir hier besorgt habt, was ich werde das Gift ausprobieren, sobald die Zeit mir es erlaubt. Mögen eure Reisen sicher sein. Gut. Lebt noch einen Tag. Okay. Ihr wollt also das Kopfgeld für Häuptling Mumukir fordern? Ja. Bemerkenswert, es gab schon einige vor euch, die das Kopfgeld gewinnen wollten. Keiner von ihnen ist jetzt zurückgekehrt. Es ist nicht schwer, sicher auszumachen, was ihnen zugestoßen ist. Ich bin sehr erleichtert, dass wir in Zukunft nichts mehr von Mumaki und seinem Gesinde befürchten zu haben. Nun geht. Willkommen in der Orbu-Zuflucht. Freund, ihr habt hier sicher nichts zu fürchten. Also ja. Für einen Moment ist die Bedrohung durch die Angorosh gebannt, aber ich bin mir sicher, dass sie nicht so leicht aufgeben werden. Ich habe vieles von meinem frühen Leben als Draenei vergessen, aber die Hartnäckigkeit der Orga hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt.
Das Herzstück jedes Orga-Stamms ist sein Anführer. Achso. Das Glück sei mit euch. Ihr habt eine gute Arbeit geleistet, T-Dry. Keiner ist der Meinung, dass es noch eine Lösung für die Dolch-Fan-Stamme gegeben hätte. Aber ich glaube nicht, dass sie die Dranaynese da schnell genug gehandelt hätten. Ja. Ihr werdet zurückkommen. Nun gut. Roma, Hekt Korta. Ich nehme jetzt die Quest jeweils noch an. Und dann werde ich mich darum kümmern, gucken, ob ich die letzten paar Folgen rettern kann. Ihr wisst ja schon, ob ich die letzten Folgen retten konnte. Wenn nicht, dann werde ich die wichtigsten Info aus der Folge dann wahrscheinlich in einem Kommentar oder in der Beschreibung, Videobeschreibung einpacken. Fangen wir mit ihm an. Nicht aufgeben. Eine Botschaft für Talar. Ihr habt euch in unsere Gesellschaft als vertrauenswürdig erwiesen, Hidre. Und das ist in Zeiten, in denen das Vertrauen meines Volkes nur schwer zu gewinnen ist. Eine große Gruppe meiner Brüder und Schwestern hat sich in den alten Dranaichen Stadt Telna im Nagrand im Süden niedergelassen. Um nach Telna zu gelangen, müsst ihr in die Straße Südens nach Nagrand folgen und in den Südosten gehen, bis ihr an die Klippe östlich des Oshusgons gelangt. Jeder, der uns so sehr geholfen hat, ihr ist dort willkommen. Sucht Aufseher Mobil. Okay. Das ist eine Quest, die wir nicht machen müssen jetzt so. Was? Das Herzstück jedes Orga-Stamms ist sein Anführer. Ohne Anführer werden die Angorsch sich zurückziehen und unter sich wissen, wer jetzt das Anführer wird. Obwohl die Orga überall verstreut in diese Gegend gesicherten haben, ist die Festung der Angorsch im Nordwesten ihrer eigenen Machtbasis. Sie liegt in einer Höhle auf der kleinen Insel, die nur durch einen umgestürzten Pilz mit den Marschen verbunden ist. Geht dorthin und besiegt Oberanführer Schmetterfaust. Das sollte uns eine wohlverdiente Ruhepause geben. Nun geht. Okidoki. Gute Preise hier. Maktu erkennt euch nicht, Dwarge, aber ist gefreut, eure Bekanntschaft zu machen. Falls ihr jemals Rüstung kauft oder reparieren wollt, kommt einfach zu Maktu. Maktu kann einem Dranaien über Meilen hinaus kann seine schimmernde Richtung erkennen, sogar in diesem düsteren Sumpf. Marco will sie auslachen, aber dann erinnert er sich, dass sie nett zu den Kuranai waren und will ihnen beibringen, wie Kuranai-Rüstung herstellen. Die dunklen, schuppigen Belger der Fan-Clown ergeben die beste Rüstung, die Magdo je getragen hat. Wenn Hidre Magdo ein paar dieser Belger von den Fan-Clown-Powern tief im Schlangensee bringen kann, teilt er gerne seine Rüstung mit Hidre. Okay. Müssen wir das machen? Okay. Was? Oh Gott, steht ja auch wieder so viele. Wenn ich mich mit den Dranaien unterhalte, habe ich immer den Eindruck, dass sie das Gefühl haben, aus ihrer natürlichen Umgebung herausgerissen zu sein. Viele scheinen meine Brüder und Schwestern Zerschlagenen zu bedauern, weil sie glauben, dass wir etwas verloren haben. Wir Zerschlagen haben vielleicht unsere Verbindung zum Licht verloren, aber unsere Erfahrung hat uns enger an das Land gebunden. Mein Erfolger kennt Möglichkeiten, die Dranaier verschlossen bleiben. Nehmt zum Beispiel das Gift der Sumpflichtbluter. Sagt doch, dass wir gegen die kämpfen müssen, im Süden und Westen leben. Es ist vielseitig einsetzbar, ob für Jagd oder zur Heilung. Einer der Gründe, warum uns Ikuti in die Sangamaschen geführt hat, ist der Versuch, die Kommunikation zwischen den Dranai und Telna in der Heimatstadt der Heimatstadt der Kurenai in Nagran zu verbessern. Damit die Boten schnell zwischen Talaran und Teldor hin und hinreisen können, müssen die Straßen sicher gemacht werden. Auf unserem Weg hierhin wurden wir auch von Marschfangschlitzern angegriffen. Wir konnten sie zwar abwehren, aber für einen einzelnen Boten wäre das eine besondere Bedrohung. Ihre Reihen etwas zu lichten würde
viel zur Sicherheit unserer Boote mittragen. Okay. Schrecken des Sumpflichtsees. Meine Reisen durch das Gebiet der Naga haben mir einen Eindruck vermittelt, wie schlimm es meinen unglücklichen Brüdern und Schwestern gehen muss am Sumpflichtsee. Im Südwesten habe ich beobachtet, welche tödliche Spiel einer der besonders bösartigen Zuchtmeister trieb. Er jagte seine Sklaven ins Wasser, wenn er weiß, dass das Terrorklau ein riesiges Sumpfstrock Hunger hat. Die Folgen brauche ich nicht weiter zu erklären. Wir sind zu wenige, um die Naga direkt zu greifen, aber wir können den Spaß verdienen, indem wir ihr Haustier umbringen. Nun geht. God damn. Jesus Christ. Kaufen? Handeln? Nun gut. Das Glück sei mit euch. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich versuche so viel zu retten, wie es zu retten geht, denn ja, wäre schade, wenn ich es nicht könnte, aber na gut. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Bis denn.